Müsste das gehen. Okay, hab's. Hast du's? Ja? Oh. Was haben wir hier? Ah, oh, super. Okay. Also wenn das da, das da. Was haben wir denn da? Notiz vom Friedhof. Walt, ich bin losgegangen, um Donner zurückzuholen. Ich weiß, wie ich in die Höhle des Löwen komme. Ich lass nicht zu, dass sie geopfert wird. Folge mir nicht. Bleib da und pass auf die Familie auf. Ich werde sie zurückbringen. Daniel. Okay. Warte, da war was mit einem Pferd in dem Haus vorhin. Ich habe dazu was aufgeschrieben. Oh, das ist das Loch vom Foto. Gehen wir da runter? Nee. Denke schon. Nein. Na, 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 na. Schon wieder hier. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir absolut nicht. Warum landen wir immer hier? Und warum habe ich schon wieder keinen Schlüssel? Ach, Mist. Okay. Gibt's neue Zeitungsausschnitte? Nein. Neue vermisste Person? Nein. Okay. 10.000. Ah. Okay. Soll ich das machen? In Lebensanzeige. Oder tatsächlich nochmal in Muni. Ich werde in Lebensanzeige tatsächlich investieren. Ich habe es jetzt gemacht. Ich hoffe, dass... Das war kein Fehler. Aber ich glaube, wir werden noch einiges an Damage abkriegen. Darf ich speichern? Bitte sag mir, dass ich speichern darf. Dankeschön. Ja. Okay. Ist okay? Mach dir um mich keine Sorgen. Okay. Dann mache ich mir um dich keine Sorgen. Licht? Ja. Was? Nein. Oh, ich will hier weg. Oh, ich kann die antippen. Oh Gott, ist das eklig. Pfui, ist das eklig. Pfui, ist das eklig. Habe ich hier irgendwas übersehen? Nein, ich gehe weiter. Ich gehe weiter. Was ist hier los? No? Okay. Juni ist klar. Was ist hier los? Komme ich hier runter? Nein. Okay, hier kann ich nicht lang. Was haben wir hier?
Oh, Kisten. Das nehme ich gerne. Auch nicht schlecht. Oh, aber natürlich. Natürlich. Danke. Natürlich. Natürlich. Ups. Und Injektionen sind voll. Ist okay. So. Sagt dir diese Aufzeichnung etwas? Rein gar nichts. Sollte sie? Warte mal, ich habe vorhin etwas notiert. Er sagt, dass die Opfergaben zu den richtigen Altären gebracht werden müssten, um den sicheren Weg zu ihm zu öffnen. Okay, gut, ich hab's. Heißt es jetzt 3597? Okay, dann lassen wir den nochmal runter. Glaube ich. Was haben wir denn hier? Ist das die 7? Die 7, 9, 3, da ist aber der Hebel abgebrochen, und die 5. So, 3, dann machen wir die 9 wieder runter. Geht das? Kann ich hier was machen? Ja. Den mal hoch. Und dann den. Keine Ahnung. Das ist jetzt einfach nur mal so ein Hallo? Experiment, okay. Ich will es nur mal ausprobieren. Wir sollten uns hier etwas länger umsehen. Ach so. Okay. 5. 3, 5, 9, 7. Das mache ich jetzt alle wieder runter, oder was? Okay. Ich mache jetzt alle erstmal wieder runter. So, meine Überlegung, 7 ist als einzige nicht durchgestrichen. Ob 7 alleine vielleicht die Lösung ist. Was gehört? Ich auch. Gehen wir mal durch. Okay. Okay. So einfach. Scheiße. Das war wohl richtig. Das weiß ich nicht. Ich find's nämlich witzig. Wollen wir da rein? Echt? Das ist nicht lecker hier. Habe ich hier was? Ein Kontrollpunkt? Oh nein. Oh, verdammt. Was? Munition?
Oh mein Gott, was ist das hier? Oh mein Gott, was ist das hier? Saft. Okay. Brauche ich nicht. Okay. Notiz Nummer 1 aus Friedhofslabor. Es muss Gottes Wille gewesen sein, dass diese beiden Waisenzwillinge überlebt haben. Sie wurden getauft und ihnen wurde Medizin verabreicht. 9 und sein Bruder 10 erholten sich schnell, aber ebenso schnell schritt auch ihre Entstellung voran. Natürlich sind es Zwillinge, aber aus irgendeinem Grund ist ihr Wachstum absolut identisch. Okay. 12 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9 122,4 cm und 28,2 kg, 10 122,4 cm, 28,2 kg. Körpertemperatur steigt, offenkundig Schmerzen in unteren Extremitäten. 24 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9 125,8 cm, 29,4 Kilogramm, 10 identisch, Stabilisierung der Lebenszeichen, Schlaf in kurzen Intervallen. 36 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9 138,9 cm, 34 Kilogramm, 10 138,9 cm, 34 Kilogramm, halb bewusstlos, Gespräch mit imaginärer Person. 48 Stunden nach Verabreichung des Serums, 9, 145,7 cm, 46,9 kg, 10 identisch, unruhig, Sedativum verabreicht. Okay, was haben wir hier? Ah, das sind die Zwillinge 9 und 10. Sind das die, die wir vorhin auf dem Friedhof erledigt haben? Nur mal so gefragt. Also ich hoffe es. Was ist das hier? Oder ist das einer von den Zwillingen? Ich weiß es nicht. Es ist eklig. Es ist wirklich nicht nötig. Okay, untersuchen muss ich das jetzt nicht mehr. Hab ich ja schon. Munition. Nachladen brauche ich nicht, kann ich nicht. Was haben wir denn hier? Kann ich hier noch was öffnen? Nein. Das ist auch... ich kann nichts mitnehmen. Mach doch mal Platz. Oh Mann. Und dann noch so ein Wolf. Pfui. Was haben die hier gemacht? Was haben die hier gemacht? Oh, jetzt muss ich hier lang. Kommt ein Kontrollpunkt? Bitte. Ein Kontrollpunkt. Bitte. Bitte. Verdammt. Das hört sich nicht fein an. Das hört sich nicht gut an. Ach, du grüne Neune. Ich gehe da ganz vorsichtig hin. Oh, das ist diese... Oh. Das ist diese Töle. Alter, was haben die mit dir gemacht? Oh Mann. Jetzt mal mit Stacheldraht. Also jetzt mal, auch wenn er so eklig ausschaut, aber das ist eklig. Das muss nicht sein. Komm ich hier raus? Nein. Das muss echt nicht sein. Ich bin der Meinung, der quält sich. Scheiße. Okay. Kann ich hier irgendwas machen? Nein. Schlagen. Nein. Bringt es was, wenn ich drauf schieße? Nein. Okay. So, jetzt renne ich nochmal zurück. Weil ich es kann. Ja, hör auf zu schnaufen. Und hol mir jetzt Muni noch. So. Okay. Ich habe jetzt keinen anderen Weg gesehen, ne?
Nein. Was? Oh, was ist das? Notiz 2 aus Friedhofslabor. Jeden Monat werden Opfergaben zu dem Steinsarkophag an der Oberfläche gebracht, den der Besitzer Altar nennt. 2 Tote, 4 Tote, 3 Tote, 5 Tote, 4 Tote, 7 Tote, 6 Tote. Der Wachhund der Kirche verändert sich. Genau wie bei den Zwillingen schreitet die Entstellung immer weiter voran. Heute hat er schon 6 Leichen verschlungen. Und doch heult er nach mehr. Ich weiß nicht, wie lange die Ketten und Gitter ihm noch standhalten. Ich wage es nicht, das Tier aus den Augen zu lassen. Vielleicht glaubt es, ich wäre eine weitere Opfergabe. Oh, warum? Schande. Warum machen die Experimente? Das hast du davon. Das hast du davon. Okay, hier komme ich nicht durch. Ich komme hier absolut nicht durch. Dann versuche ich es jetzt... Ah, hier. Den Weg habe ich eben nicht gesehen. Okay, das sieht gut aus. Das sieht sehr gut aus. Okay. Das sieht sehr gut aus. Was habe ich denn hier noch? Gar nichts. Echt jetzt? Verdammt. Okay. Warte, 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 warte. Kriegst du das auf? Okay. Scheiße. Nicht gut. Okay, was haben wir hier? Wir haben den. Okay, wo ist das Viech? Nein! Ach, Scheiße. Komm. Woher weiß ich, wo dieses Viech ist? Ach, Scheiße. Moment. Entschuldigung, dass ich so oft Scheiße sage. Bitte auf die 4. Scheiße. Nicht, hör auf zu verschnaufen. Bitte nicht verschnaufen. Tu mir den Gefallen und bitte nicht verschnaufen. Nein, ich möchte die 4. Ach, komm. Come on. Echt. Scheiße. Weg. Ah, Scheiße. Das bringt hier gerade alles nichts. Ganz ehrlich. Kann ich hier durch? Nein. Ah, weg. Bin hier komplett überfordert. Aua. Verdammt. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Das ist gerade mein Problem. Okay. Das ist gerade irgendwie mein Problem. Ah. Das ist scheiße. Nein. Verdammt. Ich habe echt keine Ahnung, was ich hier machen soll. Okay. Es führt kein Weg dran vorbei. Ich muss mir mal ganz kurz eine Dosis verpassen. In der Hoffnung, komm schon, mach hinne. Okay. Könntest du mal irgendwas in die Hand nehmen? Ach komm! Sorry, aber ich weiß gerade echt nicht, wie ich den erledige. Wo ist er denn? Okay. Ich habe nichts mehr. Ich habe gar keine Waffe. Habe ich denn einen Schrott? Nö. Na toll.
Na toll. Okay. Dann muss es die Schrot werden. Ich habe keine Ahnung. Das wird jetzt so in die Muni gehen. Ich werde mir jetzt nochmal eine Spritze verpassen. Werde mich über den Haufen rennen lassen. Und dann hoffe ich mal, dass diese Töle... irgendwie... Komm schon.